I can't wait so we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only the best. Moin Leute, ich bin der Alex und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands. Mit dabei sind wieder Toro und Timo. Hallo. Moin. Und ihr klingt echt motiviert. Ja. Ja. Krass. Okay. Dann lass losgehen. Alter, wie viele sind denn noch? Wollen wir doch jetzt nicht killen, oder? Nö, ja, wollen wir nicht. Also, wir müssen das südliche Goldversteck finden. Vielleicht sehen wir ja hier jetzt wirklich gleich Parker Schnabel. Nee, wie, hier Todd Hoffman, der war doch auch im Dschungel von Guyana, ist ja gleich um eine Ecke. Ja. Theoretisch schon. Was haben wir doch gar nicht? Was labert er denn? Bei mir das ist ein Schützenpanzer. Wo? Vorne. Boah. Boah. Was ist das denn für ein Scheiß? Ein Kartell sollte niemals eine Goldmine besitzen. Warum nicht? Okay, das ist wieder zerstören sie das Versteck. Ich hab grad fast mein Dings entdeckt, ey. Jungs, dann haut ab und wir müssen uns einen Plan machen. Ich snipe von hier oben. Aber mit Snipen wird es schwer, weil da sind zu viele Leute gleich am Anfang. Also wenn du einen snipest, dann bekommen das alle mit und... Ja, ich weiß, deswegen greife ich von hier oben. Die eins könnte ich jetzt weg. Schieß. Gut. Die haben mich von hier oben. Oh, fuck. Nur verdächtig. So, du bist da oben, okay. Ah, du bist da oben. Gut, jetzt kommen sie auf uns zu. Warte mal, lass dich... Ich bin hier bei den Containern. Wollen wir da einfach angreifen jetzt? Jo, würde ich sagen. Weil ganz ehrlich, kann losgehen? 3, 2, 1, go. Also meine sind tot. Timo, ich hätte ihn im Nahkampf killen können. Nein, das wäre voll lustig gewesen. Wo ist denn der Punkt, den ich... Oh, ganz ehrlich, diesen Joke haben sie so oft gebracht. Der ist schon nicht mehr lustig, ne? Ja, na dieses, das soll ein Orden sein, das sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Hahaha, ha, verstehst du? Mhm. Als Fahrer kann man ja gar nicht ans Geschütz. Nee. Ist ja langweilig. Geht ja auch nicht, in echt geht das auch nicht. Aber in Battlefield. Timo, komm, lass raus. Ups, ich muss auch mit einsteigen. Boah, voll krass, ey. Okay. Junge, du bist jetzt am Geschütz, oder? Nee, ich dachte, du gehst. So, wo macht man das Geschütz? Den geh ich. Ist noch ein Fertigkeitspunkt, ne? Also. Den haben wir schon. Wo macht man Geschütz? Ich nicht. Egal. Oben in der Mitte des Panzers. Gut, jetzt haben wir unseren ersten Schützenpanzer, nice. Aber diese Mission war jetzt schon wieder so richtig sinnlos. Ein Kartell, ja, total. Ein Kartell sollte keine Goldmine haben. Zerstören wir sie. Yay. Hä? Vor allem wie leise dieser Schützenpanzer einfach ist. Ja. Was ist da vorne los? Alles gut. Rebellen gegen... Keine Ahnung. Guck mal, da steht ein Böser, da sind auch noch Daten. Wir hätten uns auch den Nachschub holen können. Egal. Hier sind auch Böse. Waren da keine Zivilisten? Mhm. Also was? Nein, nicht die Motorrad. Mann, ist doch alles gut. Okay.
Gibt's eigentlich noch einen größeren Panzer? Oder ist es das größte? Keine Ahnung. Hey, ich glaube, das ist der größte. Ganz ehrlich, was ist denn jetzt die? Töten sie La Santera Sicarios. Niemand darf entkommen. Okay. Okay, das heißt, wir müssen diesmal ordentlich vorgehen. Die richtige Ghost. Ach nee, das sind wir ja nicht. Alter! Das sind einfach nur die Einheiten, die Gegner. Da sind Wetten auch noch Wachen. Ja, ganz ehrlich. Wir müssen die. Ah, okay. Ich wette. Ja, genau. Du hast ja. Ich wette genau das gleiche wie du. Ja, wir wollen ja doch jetzt nicht mit dem Schützenpanzer reinfahren, oder? Ganz ehrlich, wollen wir es mal ausprobieren? Ja, können wir machen, komm. Alter, der zieht hier einfach nicht hoch, der Schützenpanzer, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wir können es ja einfach ausprobieren und dann, wenn es nicht funktioniert und irgendeiner entkommt, dann machen wir es halt auf die Ghost-Variante. Bitte meckert nicht rum, wenn ich falsch fahre oder so, ne? Also, falls ich irgendwann behindere beim Schießen oder dich, Timo. Ja, ich kann ja nicht. Ganz ehrlich, ich würde mega cool finden, wenn die jetzt nicht sofort wissen würden, wer das ist. Also nicht wissen würden, dass es jetzt, sag ich mal, die Ghosts sind. Ja, mach, fang warte an. Warte mal, nein. Hier unten steht gleich einer. Zerstör die Autos. Oh. Da die Autos zerstören. Treff den da vorne nicht, weil das Geschütz nicht weiter runter. Der eine fährt weg. Oh. Ja, der eine ist weg. Ja, Alex, nimm nicht. Du dir ein Auto und fahr hinterher. Okay. Oder nee, der ist tot, ne? Ja, ist klar. Revive Alex kurz, Timo. Ja. Na, wir machen. Ganz ehrlich, ich habe auch noch schon eine. Also entweder wir töten da halt. Wir schaffen das jetzt eh nicht. Der Typ ist ja jetzt schon. Der Typ ist schon über 300. Ja, jetzt nicht mehr, weil wir kein Auto haben. User joined your channel. Hallo. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Hä, hey, wer ist denn da? Mann, hier ist Markus. Markus? Hey Leute, wir sind nicht im Aufnahmeraum. Oh fuck, wir sind nicht im Aufnahmeraum. Euer Ernst, Alter? Junge, ich hab jetzt gerade gedacht, was ist denn das für ein Spaß, der uns einfach in die Aufnahmen platzt. Ja, ey. Oh Mann, ey. Ich hab schon so überlegt, geh ich jetzt rein? Geh ich nicht rein? Nehm die auf, nehm die nicht auf. Timo, was war das denn jetzt gerade? Mein Fallschirm öffnete sich nicht. Ja, was das macht wieder so ein geiler Move. Aber ich wetten, das ist die geilste Stelle, deswegen wird jeder euer Video anklicken. Ja. Ja. Unbedingt. Also ich würd's machen. Oh Mann, ey. Also Markus kann uns noch nicht rausziehen. Egal. Mal was soll denn das jetzt heißen? Warte, ich mach das kurz. Okay, Toro. Zieh uns du mal hoch zu Let's Play. User was moved out of your channel. You were moved. User joined your channel. Ich hab erst gedacht, hä? Ist das John? Aber die Stimme ist ja viel zu hoch. Weil ich mir so gedacht habe, es kann doch keiner, niemand kann doch jetzt nicht in die Aufnahme platzen. Oh ich Mann. Guck so auf den TS. Oh. Unterhaltung 1. Ja. Gut. Wisst ihr, was wir machen können? Wir schalten als erstes die Typen aus, die so in der Nähe von den Autos sind, ja? Also ich snipe auf jeden Fall. Ja, dann packen wir an die Autos C4 ran, sodass. Hier ist ein Störsender. Wenn die doch fliehen wollen, weg können. Guck jetzt auch erstmal nach. Yo, Timo. Ja. Push schon mal extrem vor. Ja, aber hier nur noch, sind ja nur die blockierten Gegner. Sind noch irgendwo andere? Nein. Theoretisch könnte ich jetzt drei nehmen. Drei Leute auf einmal, oder was? Nee, die vorne, die 1 und die 2, 3. Timo, kannst du die zu 3? Warte. Ja, hab ich. Okay, 3, 2, 1, go. Schön. Ja, aber das hat er hingekriegt, gut. Die 1 und die 2 vielleicht. Erst die, mach erst die 1. Ja, ich geh kurz hier vorne hin.
Machst du den? Gut. Er ist tot. So, hier oben ist einer. Ja, da war einer. Ich könnte jetzt doch die zwei. Wo ich weiß nicht, was mit dem. Was ist mit der. Was ist der 3? Die 3 kommt auf mich. Wollen wir, Alex, kannst du die 3 nehmen? Dann nehme ich die 2. Da hinten ist aber noch einer, der könnte das. Ja, sehen. Nee, der sieht das nicht. Der sieht das nicht. Gut, dann können 3, wir. 2, 1, go. Jo, der ist down. Soll ich die letzten beiden? Ja, warte, da kann ich auch noch mitmachen. Ah, der eine kommt vor. 2 kannst du die 2? Ja, 3 nicht. 2, 1, go. Da kommt noch ein Nebeneinsatz auf uns zu. Ja, ich weiß. Sollen wir den nehmen? Ja, schnell. Der fährt vorbei. Okay. Das war's jetzt schon, oder wie? Ja. Ja. Jetzt kommt aber das nächste Lager. Habt ihr ein eigenes Auto? Ja. Man muss sich irgendwie den Spaß am Spiel machen. Warum? Also, na, weil, guck mal, wenn wir Müll machen, so aus Spaß, einfach jetzt mache ich mit dem Schützenpanzer rein, ja, funktioniert dann halt nicht. Aber machen wir dann so eine Sachen wie leise vorgehen, dann wird es auf einmal bei so einer Mission, wenn du da eine Lücke findest, wird es so einfach auf einmal. Mit ein bisschen guter Absprache. Deswegen finde ich es manchmal dann auch schade, dass es sofort ist, diese Mission, die ich jetzt zum Beispiel nicht aufgezeichnet hatte, die man halt auch nur bei Timo gucken kann, wo wir in dem Unidad-Lager sind. Das ist dann wieder so richtig krasser Scheiß. Das war richtig heftig. Also das hat auch richtig Bock gemacht. Und das war in einem Zweier-in einem Zweiergebiet. Da haben wir richtig dran zu knabbern gehabt. Und hier bei in einem Vierergebiet, ja, da kommt eine Mission. Mach direkt mal die 1 kalt, okay? Ja, mach. Und so schnell machen kann. Liegt einfach ein Dokument auf diesem Rohr. Boah. Auch. Also, wie. Oh, fuck. Mich hat irgendein Auto gesehen. Oh. Nein, das ist nur der. Nicht aufschießen, nicht draufschießen. Nee, mach ich nicht. Draufschießen, nicht draufschießen. Stört die hier vorne nämlich nicht. Das ist nur der Nebenansatz. Guck mal, wie sieht's aus mit der 1? Nein, hier vorne sind noch die anderen. Die 2 und die 3. Okay, wenn die 1 sieht. Würden das auch alle mitbekommen. Dann können wir. Kannst du da hinten welche killen? Nee, nicht wirklich. Wenn ich hier einer schieße, wird er sofort erkannt. Entdeckt. Alex, pass auf. Oh, nee, ich bräuchte. Timo, kannst du hierher? Komm noch. Dann kriegen wir nämlich alle 4 auf einmal. Ich kann die 1 von hier. Kannst die 1? Ja. Okay, ich kann den unter der 1. Ich komme jetzt auch mit zu dir, Tore. Und die 2 und die 3 kann ich auch. Hinlegen. Oh, fertig, die gerade. Was ist mit der 1? Also wenn du jetzt die 2 und die 3 killst, dann sieht es die 1. Die 1 habe ich oben auf dem Balkon. Ach so. Ich stehe hier halt direkt neben einem. Fuck, die kommen hier rein. Der kommt rein, Tore. Warte, er läuft vorbei an mir. Alex? Ja? Anwer, ich muss sie abschießen. Die haben es mitbekommen. Alles haben klar. Aber alle hinbekommen. Die Rebellenregeln kommen rein und ballern. Also oh. Ja. Nee, hier ist noch einer. Ich war schon drauf und dran, hab gerade C4 zum Auto geschmissen. Und wollte schon. Ach, das war aber gerade nochmal kritisch, ey. Vor allem, die laufen an mir vorbei. Kommen wir mal rein, ich dachte so, jo. Gut, wie weit sind wir? Und noch die Endmission machen, oder? Das waren jetzt 2 vollwertige Missionen? Ja. Nein, eine. Eine große. Ach so. Wollen wir noch die letzte machen, oder wie viel haben wir gerade? Würde ich sagen.
Wollen wir den Rebellen, das Rebellenauto nehmen? Ja, können wir machen. Der Dialog war halt richtig geil. Das hier, hattet ihr den auch gerade mit der legalen Coca-Farm? Ja. Nee. Dass sie in den Becher pinkeln müssen? Ne, der hat gesagt, hier oben gibt's eine legale Coca-Farm. Wegen der Höhe. Weil Coca, man knabbert ja auf diesen Blättern rum oder kaut auf den Blättern rum, so eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang. Und dadurch hast du halt auch so einen kleinen berauschenden Effekt, also du bist leistungsfähiger. Und dann hat der eine gesagt, ja, aber Hände weg von dem Koka. Und er so, aber die Höhe. Und dann sagt der andere wieder so, ja, aber wenn wir wieder in der Heimat sind, dann müssen wir einen Becher pinkeln. Also das ist schon geil. Aber so ein bisschen Koka sollte ja nicht schlimm sein. Ist es jetzt schon die Endmission? Ja, wir müssen hier anhalten. Ist es die Endmission oder die Vorendmission? Das ist die Endmission. Das ist jetzt die Endmission. Und hier, ich glaube, wir müssen jetzt auch die ganze Base hier. Ah nein, die haben den Störsender. Freien Sie lassen der aus der Hand der Sikarios. Wir müssen als erstes den Störsender ausmachen. Kommt man hier von rechts irgendwie rein? Oh Leute, seht ihr irgendwo den Störsender? Ganz ehrlich, es ist dunkel, wir könnten es auch so machen, dass wir dann schön nach und nach das Licht ausmachen. Sehen sie uns erstmal. Oh fuck, Timo, hier gleich an der Seite. Hab ich gesehen. Wo ist der Störsender? Ich sehe nicht. Ja. Wir haben eine Alarmanlage. Okay. Oder was ist das? Ah, der Störsender ist da oben bei der Alarmanlage. Hier, wollen wir vom Störsender aus angreifen? Wo ist der? Da oben. Hier ist auch ein Generator. Könnten wir den Strom und so ausschalten. Ja, dann machen wir das. Den Strom jetzt schon ausschalten? Ja, dann können wir. Ist dann eigentlich der Strom in der ganzen Kaserne weg? Ja, ist alles weg. Ich mache jetzt aus, ne? Ja, mach aus. Jetzt sind wir verdächtig geworden, ne? Ja, aber ist ja nicht schlimm. Die werden jetzt hierher kommen und nachgucken, was ist, ne? Ja, dann lass mal weiter nach oben gehen. Da kann Tore besser snipen und von da können wir mit dem Fernglas gucken. Muss gucken, ob hier außen rum Sniper stehen. Bin nämlich gar nicht cool. Also die ersten beiden nähern sich schon mal. Tore, du könntest sogar den Alarmanlage von hier oben kriegen. Ja, ich schieß mal kurz die Alarmanlage aus, ne? Mhm. Mach das. Raus. Soll ich die 1 killen? Ich kann so. Rechts, bei der 1. Bei der 1 ist doch noch ein Typ. Achso, den sehe ich nicht. Könnt ihr die 2? Also, ich kann die 2 nicht, weil ich hinter dir stehe, Tore. Immer ja. Du? Ja, ja. Okay, 3, 2, 1. Gut, das ist nice. Gut. Ja, jetzt kann einer von euch zum Störsender gehen. Ja, ich bin unterwegs. Theoretisch können wir ja die 1 killen, Alex, oder? Theoretischerweise ja. Obwohl, ja, aber warte mal, lass mal kurz warten, bis der Störsender weg ist. Erstmal warten, bis wir wirklich den Störsender weg haben und dann noch mal kurz drohen können. Geht schlecht, ich werde hier gesehen. Du wirst dann gesehen, von wem? Unten. Ach, da ist einer. Da kommt einer, ja. Kommt zu dir, der kommt zu dir. Ja. Soll ich den killen? Kill ihn. Tore, töte ihn. Warte kurz, warte.
Ich hab. Gut. Ach, danke schön, weil ich war gerade auf dem Fernglas. Timo, dann Timo, clear das mal. Da oben, dann der Schwergel. Da ist noch einer, der, oder? Welcher? Der, die könnten mich sehen, wenn ich jetzt auf die Plattform gehe. Ja, warte, dann mach. Die können dich aber schlechter sehen, weil es komplett dunkel ist, Timo. Soll ich den killen? Ich weiß nicht, ob das sicher ist. Ja, der stellt seine Ist aus, Leute. Warum soll ich denn hier hin? Naja, der stellt seine Ist nicht aus. Muss da rangehen. Ich kann da nichts dran. Ich muss den zerstören mit einer mit einem C4. Oh nein. Dann ist hier noch ein zweiter Störsinne. Kommt das, weil wir den Strom ausgeschalten haben? Bei den Hebel kann ich... What the fuck? Tore, soll ich die 1 killen? Ja, mach doch einfach mal. Ist auch ein Sniper. Ich bin Scharfschützen mal. Wollen nicht da so rumsprinten. Ist das nebelig auf einmal? Seid ihr auch gerade auf Nachtsicht? Ja. Ich könnte den Lieutenant oben killen. Bei die 2 kommt hier rum und könnte die Leiche sehen. Soll ich den Lieutenant killen? Wer ist der Lieutenant? Bei. Ja, mach. Tot? Gut. Jetzt müsst ihr. Ich kill die 2 auch noch. Ja, mach, gut. So. Mal rein. Nachschubsdinger, Timo. Ich könnte die 1 killen. Hier draußen. Ich drück immer C zum Dorn. Jetzt nicht mehr. Komm mal runter zu euch. Wo oben kann man auch noch irgendwas holen, glaube ich. Mhm. Ja. Was? Und der Typ, wie der hier auf der Couch liegt, Timo. Hä? Der Typ auf der Couch hängt. Den, den ich gerade eben gekillt habe, oder was? Ja. Sicario müde, Sicario schlafen. Ja, der Ding ist immer noch gestört, das ist scheiße. Guck mal. Sonst einfach mal den Strom wieder anschalten? Das geht, glaube ich, nicht mehr, wenn du einmal aus hast. Nee, stimmt, hast recht, das geht nicht mehr. Aber na gut, ich würde sagen, dann müssen wir mal. Ich gehe mal weiter höher. Wieder. Nee, geht nicht mehr. Timo, dann schleichen wir jetzt hier unten irgendwie so lang. Aber du bist da drüben jetzt wieder, oder was? So. Gucken ein bisschen mit dem Fernglas. Also, wie sieht. Wie wow. Aus mit dem Gebäude? Aber ich glaube, hier sind direkt vor mir welche. Direkt vor mir sind welche, ich bin gerade auf die zugerannt, Alter. Wo? Hier oben. Ach so. Ist der Sniperposten hier oben leer? Ja. Soll ich der Sniperposten ist leer. Soll ich mal in das Gebäude reingehen von der 1? Kannst du machen. Timo, kommst du mit, falls schief läuft? Ja. So, ich bin jetzt gleich wieder auf einem guten Sniper-Point. Ja. Und ich könnte auch theoretisch sogar von hier die Alte befreien, wenn das ein Schloss ist, was man nur aufschießen muss. Weiß, ich glaube nicht, die müssen wir herausführen bestimmt. Oh fuck, warte mal. Also Leute. Was war das gerade? Alter, der Schuss ist bei mir lang geflogen, ey. Ja, das fand ich mal irgendwie buggy. Ja, aber richtig buggy, ey. Ey, hier ist der Santa Muerte. Guck mal. Von hier oben, aha. Müsst immer noch aufpassen, ne? Es sind nicht alle Gegner entdeckt. Ja, das ist klar. Das ist klar. Ich finde die Musik ist wirklich stimmig. Könnt ihr die beiden Typen bei mir sehen? Die 1 und die 2. Nicht richtig, nö. Also. Timo, was machst du mit dem Typen da? Ich habe ihn überwältigt. Gut. Soll ich die 1 und die 2 einfach killen? Im ersten Kopfschuss gehen, im zweiten so? Ja, mach. Hier ist einer am Geschütz, Timo, ja, den könnte ich holen. Ja, den kann ich ganz machen. Soll ich? 3, 2, 1.
Ich habe auch sicherheitshalber drauf geschossen. Fuck, 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 mich sieht einer raus. Rein, 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 rein. Welcher sieht dich? Ich weiß es. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich weiß es. Hier oben ist ein Sniper. Der ist tot. Schön. Gut. Ich kill mal den Typen hier auf der Plattform vorne. Jo. Könnt ihr die Alte befreien, ne? Ja, ich will erstmal noch die Dokumente haben, die sind wichtiger als diese Frau. Ah, ich komme auch mal zu euch. Befreien wir die Frau. Ach nee, wir lassen die einfach drin. Die eine Anhängerin von den Rebellen, dann will ich nämlich wirklich, dass sie im Gefängnis bleibt. Boah, hat Boy gerade auch so ein Leck gegeben? Hm. Ja. Null. Hey, die ist deine... Ja, ich hab sie ja gerade aufgeschossen. Ah nee, das müssen wir nochmal neu starten. Boah, was labert die denn jetzt schon? Bei mir labert die nichts. Jetzt schon unsympathisch. Das ist nicht so dein Geschmack, ne? Wenn sie ehrlich, die Amis sind in, weiß ich wo, die sind in Afghanistan einmarschiert und haben Menschen getötet und sind in Vietnam einmarschiert. Jetzt müssen wir die mitnehmen, ne? Ja. Wir brauchen ein Auto. Die steigt immer schon ein. Wir können auch in den Lamborghini rein. Ja, klar, in den Lamborghini. Da ist auch ein anderes Auto. Für den großen, den SUV. Oh, hier ist ein Heli. Fuck, der sieht mich gleich. Das ist ein Unidad. Der gehört nicht dazu. Ja, aber naja, irgendwie schon, ne? Oh, hier sieht mich irgendeiner. Ja, die Unidad. Das ist der Heli. Deswegen. Warum sieht er mich? Warum sieht er mich? Mann, abballern, abballern! Jungs. Ich kann nicht, ich hab die Geisel in der Hand. Hat er jetzt auch entdeckt, geil. Bestimmt. Dann los, dann los, dann los, einfach ins Auto rein. Timo, komm mit ins Auto. Ja, wie viel hält er aus? Tore, hält er drei Schüsse von der Pistole aus. Reiner. Ich kill den jetzt noch erst. Okay. Fuck, 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 fuck. Tot. Egal, bringt die Alte irgendwie weg. Hä? Welcher Leute? Timo, geh mal wieder rein, das ist so auffällig. Wir sind sowieso gejagt. Ja, ist doch egal. Aha. Ich muss den VIP schützen. Ja, uns verfolgt gerade das scheiß Unidad-Auto. Wir hätten den scheiß Heli nicht weiter angreifen sollen. Aber kann die dumme Hure mal aufhören? Vor uns ist auch Unidad mit einem MG. Ja, soll ich dran vorbeifahren oder? Hinter uns kommt die nächste Unidad-Einheit, ne? Die uns gut, der biegt ab, das ist gut. Oh Mann, ey. Mann, bist du motiviert, ey. Nee, ganz ehrlich, ich hasse so eine komischen, keine Ahnung, fanatischen Tanten. Gar nicht ab. Wie viele Kilometer sind es eigentlich noch? 300 Meter. Verlassen. Okay, der Typ ist mir sympathisch. Ah, hier gibt's eine Schlüsselsequenz. Ja? Ja. Woher weißt du das? Ja, das ist wie so ein Gebäude von den Rebellen. Guck doch mal. Ach so. Okay, na dann nehmen wir das an und dann sind wir alle mal ruhig, oder? Warte kurz auf mich, ja, bin sofort da. Hab doch mal auf, ja. So alte Snitch. Piep. Was machst du? Piep. Wenn er piep. Okay, können Tore? Oh, die ist hartnäckig. Oh, ganz ehrlich, ich würde die am liebsten nicht töten. Die ist hartnäckig, Leute. Ich hab auch nicht.
Alter! Lass mal rein, Alter. Okay, kann losgehen. Wo haben wir eine Zwischensequenz? Ruhig! Santissima Muertis, mein Fels. Meine Feste, mein Erlöser. Nimm mich in die Arme. Beschütz mich vor Stürmen. Und bring deinen Zorn über meine Feinde. Wir kennen ihren Zorn, Santera. Ganz ehrlich, nicht beeindruckend. Ich habe nichts verbrochen. Santa Muertis, mein Licht und mein Weg. Sie zu verehren ist nicht ungesetzlich. Nein, aber das Anwerben von Menschen in eine kriminelle Organisation schon. Über mich richten nur Gott und Santissima Muerte. Vielleicht im nächsten Leben. Sie wollen Absolution? Was wissen Sie über Sueño? Ich bin doch kein Judas. No te equivoques, niemals werde ich Bruder Sueño verraten. Nun, Menschen wie Sie behandelt man im Knast nicht gerade nett. Die werden Ihnen das Leben zur Hölle machen. Der Glaube lässt mich die Hölle überstehen. Hoffen wir, Ihr Glaube reicht. Denn Sie kennen noch nicht meine Hölle. Nice. Alles klar. Ich bin doch kein Judas. Ja. Boah, geil, Sniper! Eine. Boah, ey. Okay, krass, krass. Boah, erstmal kaufen. Die Dragunov. Boah, die ist geil, die ist geil. Aber ist eigentlich gar keine richtige Sniper. Ja, ist ja halt eine halbautomatische, ne? Ja, die wurde entwickelt, um. Damit du auch in Truppen, die eigentlich AK-47 haben, mehr Reichweite hast. Boah, die sieht aber gut aus. Ja. Aber sie hat keinen Schalldämpfer. Das ist scheiße. Ja, aber das ist eigentlich kommt auf so eine Waffe auch kein Schalldämpfer. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, dann war's das, ne? Ja, das war's. Und ja. Ich würde auch sagen, das war's für die Folge. Yeah. Weil die geht schon echt lange. Ich hoffe, es hat euch hier in, wie heißt diese Provinz? Espiriti Santo gefallen. Ich weiß gar nicht, wollen wir jetzt mal vielleicht in ein komplett anderes Gebiet, was dann vielleicht nochmal eine andere ja, Richtung Schnee andere. Oder so. Ja genau, ja, ich würd sagen, wir machen dann mit Pukhara weiter. Ein Dreiergebiet. Pukhara ist nicht so schwer. Und da können wir dann schön schnell durchrushen. Also entweder Pukhara oder... Ja, ich wäre für Pukhara. Ja, können wir auch Pukhara und dann danach nach Inca Kamina oder so, keine Ahnung. Nee, danach würde ich schon nach Monti Giorg oder wie das heißt, weil da jo, ist der große Salzsee. Ja. Okay. Level 6. 5. Ja. Oh. Nee, Level 5. Aber wir haben gerade ein Level 4er-Gebiet gemacht. Sorry. Kein Ding. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet dann auch in der nächsten Folge wieder ein. Und dann kann ich endlich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.